Herr Zehlen, Sie haben ja wenig zum Antrag gesagt. Und deshalb will ich Sie einfach darauf hinweisen, dass es alleine im Januar und Februar jeweils 200 Stunden Schließzeiten gab, die nicht geplant waren. Das heißt, Menschen stehen früh um 6, wenn sie zum Frühschwimmen bis 7:30 gehen, da und müssen nach Hause gehen, weil kein Personal da ist. Haben Sie vielleicht den Antrag gelesen? Haben Sie bemerkt, dass genau ein Personalentwicklungskonzept notwendig ist, um es den Bädern zu ermöglichen, solche Einbrüche zu vermeiden? Also natürlich kann jemand krank werden, aber es muss ein Ersatz da sein. Wir haben genug vergleichbare Bäder in der Stadt. Da gibt es eine Schicht, die kann man mit 6 Leuten benennen. Also braucht man 3 Schichten, also 18 Leute fürs Bad. Das ist eigentlich rechnerisch leicht möglich. Nur, dass es der Vorstand der Bäderbetriebe nicht transparent macht und das Personal nicht einsetzt. Und deshalb ist dieser Antrag, den wir stellen, eine Möglichkeit, das, was Sie ja auch wollen, öffne Bäder zu garantieren, das auch durchzusetzen. Und was Sie sagen, wir wollen keine Badflächen einschränken. Na, was ist denn das, wenn jeden Morgen solche Meldungen kommen? Heute ab 14 Uhr geschlossen, heute ab 16 Uhr geschlossen, sonntags sowieso zu. An einem Standort wie Buch, wo nichts weiter ist, ist das verheerend und nicht hinnehmbar. Das sollten wir uns als Abgeordnete auch nicht nehmen lassen, da Einfluss zu nehmen, wo die Geschäftsführung versagt. Dankeschön. Kollege Zehlen erwidert jetzt auf den Beitrag von Frau Dr. Hiller. Bitte schön. Herr Präsident, meine Damen und Herren, vielen Dank. Frau Dr. Hiller, ich wiederhole das gerne noch mal, weil ich mir gut vorstellen kann, dass bei dem Gelächter und dem Tumult in Ihren eigenen Reihen Sie wenig verstanden haben. Aber ich habe konkret darauf geantwortet. Wir haben mehr Geld investiert als Sie in Ihrer Regierungszeit. Wir haben mehr Bäder am Netz als zu allen Zeiten. Und natürlich werden wir das morgen gemeinsam im Sportausschuss auch artikulieren. Wir als Große Koalition erwarten, dass, wenn wir als Parlament mehr Geld den Bäderbetrieben zur Verfügung stellen, dass die Bäder verlässlich offen sind. Das werden wir morgen artikulieren und daran arbeiten wir auch weiter. Danke.